ist ein Monat vor Weihnachten. Die Antwort für Weihnachten, es ist zu früh. Wir wissen es einfach nicht, aber so wie sich der Winter anlässt und was jetzt passieren wird, das stimmt uns einmal positiv, dass vor allem in den Skiregionen heuer keine Probleme auftauchen sollten. Es ist alles möglich, von daher, ich sag nichts. Also der Winter 2017, 2018, der hat ja schon mal gut losgelegt. Also im Vergleich zu den letzten Jahren haben wir ja tatsächlich einen guten Start gehabt und jetzt kommt noch was nach. Also auch die nächsten 10, 14 Tage sieht es erstmal nach winterlichem oder frühwinterlichem Wetter aus. Der Winter geht am Anfang kalt und relativ schneereich los. Im Jänner gibt es eine Delle und hinten raus, Februar, März, wird er lang und zäh. Und das ist der Auftakt für eine Serie von kälteren Wintern in den nächsten Jahren. In den Bergen, so viel kann ich sagen, also wenn wir hier nach Tirol kommen, kein Problem, wir kriegen weiße Weihnachten. Also alle auf dem Berg, oben am Christbaum aufstellen, kein Problem. Und insofern bin ich auch äußerst optimistisch, dass auf den Bergen es eh eine weiße Weihnacht gibt und vielleicht reicht es ja für uns Flachland-Tiroler im Rheinland zum Beispiel auch mal.